Da ist er ja wieder. Es geht weiter. Aus dem DM habe ich mir von irgendeinem Video letztens gesehen, dass es jetzt wohl Hand-Lotion-Creme-Spender gibt. Und das ist für mich immer ganz cool hier auf dem Schreibtisch. Und da habe ich mir jetzt die hier mitgenommen. Limited Edition ist es übrigens von Balea Hand-Lotion Aloe Vera. Und das ist viel, viel besser als Handcreme. Das ist viel intensiver, viel pflegender, habe ich das Gefühl. Und für 1 Euro noch, es sind 300 Milliliter drin und das riecht super toll. Dann habe ich mir zum Vergleich jetzt einfach, ich teste es jetzt einfach, ich weiß nicht, wie viel es wieder gekostet hat. Ich schätze aber nicht viel, weil alles, was ich kaufe, nie viel kosten wird. Von Balea Young Soft and Care mattierende Creme verfeinert die Poren für Mischhaut. Das ist diese hier. Kann ich noch nichts zu sagen. Dann... Was noch? Ja, dann habe ich auch Ornella Umbrella. Das sah so schön aus, das Rouge bei dir. Und also ich habe es mir heute im Laden angeguckt. Ich musste es dann auch kaufen, logischerweise. Ich habe mir, ja, ich weiß, ich habe gesagt, ja, Naturkosmetik ist scheiße, aber ich glaube, bei Rouge ist es einfach scheißegal. Ich habe mir, tut mir leid, ja, Mama kommt. Ich habe mir das Mineral Rouge in der Farbe 02 Sherry mitgenommen von Alverde. Ein wirklich, also sagenhaft, ich habe es nicht mal im Laden geswatcht, so toll fand ich es an dir, Ornella. Ich stehe da blind vertrau. Ich kann es jetzt auch nicht öffnen, meine lieben Leute, weil ich einfach zu doof dafür bin. Vielleicht mache ich später noch ein Swatch und hänge es ans Video, ich weiß es nicht. Mal gucken. Dann habe ich im Douglas und da gibt es von Flomar so Nagellacke, ich glaube für 1,79 und da habe ich mir so ein Rot Rot mit Schimmer mitgenommen. Es tut mir leid, das Licht geht gerade weg. Es wird gerade Nacht, meine Lieben. So ein Rot-Pink. Ich weiß aber allerdings noch nicht, ob ich den behalten werde. Vielleicht ist der auch falsch. Dann gibt es in Douglas, ist gleichzeitig ein Kauftipp von mir, gibt es Paletten für 9,95 €. Zum einen ist das diese hier und ich weiß noch nicht, ob ich die, ich habe sie noch nicht benutzt, vielleicht wird das mal eure sein. Gibt es diese hier für 9,95 € mit einem Rougepinsel, der euch entgegenfliegt und diversen Applikatoren mit Pinseln. Das sind alles gebackene Lidschatten mit zwei verschiedenen Rougefarben mit drin. Blau, rosa, Kupfer und Grüntöne. Hier ist eigentlich alles mit dabei. Ich werde jetzt hier auch nicht rumdätschen, weil wenn die eventuell für euch ist, dann soll die natürlich gedätschfrei sein. Dazu ist noch ein riesen, oh, guck mal, ihr seht mich doppelt, wie schön, ein riesen Spiegel mit dabei. Und die habe ich aber schon benutzt und das wird auch meine bleiben. Von Hot Make-Up, sie stehen quasi nebeneinander. Oh. Ja, ich komm doch her. Die ist rollig, Leute, aber wie? Zum anderen ist das hier auch wieder so eine Palette mit einem riesen Spiegel. Ja, yeah, doppelt. Mit ganz vielen gebackenen Lidschatten drin. Und die sind so geil. Also die habe ich auch für mein Cindy-Kostüm da benutzt. Mit voll knalligen Blautönen. Also ich glaube, ihr müsst fast keine Lidschatten mehr kaufen, wenn ihr die hier habt. Weil die sind hochpigmentiert. In trockener Form. Wir gehen zum Beispiel mal in dieses Pink, was ich für Cindy benutzt habe. Hier. Zack. Also ultra geil. Oder das Lila. Das finde ich ist auch eine Hammerfarbe. Das ist doch cool, oder? Oder dieses Blau. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil? Dieser tolle umgedrehte Swatch-Schnauze da drüben. Und nass aufgetragen sind die auf jeden Fall noch besser. Hier ist noch so ein Neongrün. Ist das nicht geil? Dazu gibt es dann, also... Erstmal hier abswatchen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Eher nett, weil ich wieder zu doof bin zum Swatchen. Dazu gibt es hier auch noch einen Glitter-Eyeliner. Der ist mit drin, der funkelt und glitzert ja wirklich ganz schön in multikoloren Farben. Ich hoffe, ihr seht das noch, wenn wir uns beeilen. Mit dem Licht. Hier seht ihr es. Also wunder hübsch, auch für 9,95 € kann ich euch als Tipp geben. Dann im H&M gibt es momentan wieder so vier Nagellackfläschchen im
Angebot zum Preis von 3,95 Euro. Das sind diesmal solche Spring Nails. Wieder in einem ganz normalen, schön deckenden Weiß. So einem Nude Beige, ein Karamellbraun, was so und genauso ein dunkles Dunkelblau, was momentan sehr im Trend liegt und eine Trendfarbe ist, weil es im Trend liegt. Ja, sehr empfehlenswert, muss ich sagen, obwohl ich sie noch nicht geswatcht habe. Dann meine liebe Raffaella, also in Love with Design. Ich hoffe, du hast meine Nachricht schon gelesen. Ich habe dein Päckchen bekommen. Juhu! Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe doch mal bei einem Contest bei ihr mitgemacht, die Ugliest Make-up oder sowas, und habe da gewonnen. Ich habe mich so gefreut, ey. Vor allem auf die Sachen, die ich damals hätte gewinnen können. Und was geht verloren? Liebe Deutsche Post, ihr habt mein Päckchen irgendwo hin verfrachtet, wo es nicht hingehört. Es kam leider nie an. Jetzt hat sie aber mir netterweise ein paar Ersatzsachen geschickt und ich bin da sowas von glücklich drüber. Zum einen, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, ist so ein bisschen so eine Abfüllung von ihrem MAC Pigment Movement. Das ist so ein schönes Braun. Seht ihr das irgendwie jetzt bei dem Scheißlicht? Wahrscheinlich nicht, tut mir leid. Dann hat sie mir einen Lidschatten von Kiko gekauft in der Farbe 26. Das ist so ein Rost. Braun, so ein rostbraun, rötliches Braun, der hier, also wunder, hübsch, hochgeil pigmentiert, das ist dieser hier, habe ich auch sehr gut drüber gefreut. Dann, davon hatte ich auch noch nie einen Lack, Essence Show Your Feet, so ein glänzendes, schönes, hier wirkt er jetzt sehr bläulich, es ist aber lila und das ist die Farbe 03 Purple Magic. Dann aus von, ach, wie heißt sie? Miss Sydney 09, glaube ich, heißt sie, glaube ich. Also die Mel. Die hat, glaube ich, ich meine, das war ihr Lieblingslippenstift von Catrice, die der Gentle Nude. Und den wollte ich mir halt nochmal angucken, bevor er aus dem Sortiment rausgeht. Habe ihn leider nicht mehr gesehen. Und da hat sie mir doch so mitgeschickt. Das ist die Farbe 010 Gentle Nude. Ein dunkles Nude hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich denke, den kennen die meisten. Das ist dieser hier. Ich weiß noch nicht, ob er mir stehen wird. Ich hoffe es aber zumindest. Und jetzt bin ich leider etwas traurig, Raffaella. Sie hat mir nämlich einen Bronzing Powder mitgeschickt von H&M. Und das ist so schön und schimmert. Ich kann es jetzt leider nicht aufmachen. Aber guck, es ist gebrochen. Aber ich will versuchen, mir Alkohol zu kaufen und das dann nochmal festzupressen. Deswegen lasse ich es jetzt auch zu. Trotzdem habe ich mich ganz übelst über deine Sachen gefreut. Vielen lieben Dank dazu. Ihr könnt gerade richtig beobachten, wie dunkel es wird. Oh mein Gott, es wird bestimmt gleich regnen hier. Ja. Jetzt hätte ich am liebsten noch eins abgedreht. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, machen wir es am Wochenende. Da habe ich nämlich ein super günstigen Online-Shop gefunden in den Niederlanden, die Barry M und Sleek vertreten zu unheimlich günstigen Preisen. Wenn man da eine Massenbestellung macht, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen für euch. Das wird ihr aber in einem separaten Video erfahren. Und jetzt sage ich bis dahin mal, macht's gut, ciao, bye, bye.